Ey, was geht ab, Leute? Das ist Jay. Und das ist Aria. Zusammen sind wir Legendary Films. Ich hab's an einer neuen Folge von Filmgeek. Leute, natürlich mussten wir es wieder tun. Es ist Zeit für die krassesten, heftigsten Filmfehler in dem... Ja, wir machen wieder Filmfehler. DSB. Wir haben halt wieder eigene Fehler in unserer Folge mit eingebaut. Und falls ihr diese findet, könnt ihr sie gerne in die Kommentare reinschreiben. Und in der nächsten Folge verraten wir, wer die Fehler richtig erraten hat. Von daher, let's go, würde ich sagen, oder? Warum war das so awkward? Ich weiß nicht. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass Batman wie Superman einer dieser Filme war, für die wir uns am meisten für das Jahr 2016 gefreut hatten. Klar, der Film hatte zwar hier und da seine Schwächen, aber ich meine, komm schon. Batman, Superman, DC generell. Und das sind nur drei der vielen Gründe, warum wir dazu einen Kurzfilm gedreht haben. Link in der Videobeschreibung. Aber auch in diesem Film haben sich einige Fehler versteckt. In dem Film gibt es ja beispielsweise eine Szene, in der Batman mit einem Sniper-Schuss einen Peilsender an einem Bösewichtslastwagen befestigt. Hierbei ist die genaue Position des Peilsenders zwar sogar weniger offensichtlich, weil man eben den Aufprall nur in einem Close-Up sieht, aber wenn man diese vier Metallhöcke auf der rechten Seite und diese glatte Fläche auf der linken plus diese Schmutzstelle in Betracht sieht, müsste der Peilsender ziemlich genau hier an der Kante des Lastwagens befestigt worden sein. Daraufhin gibt es in dem Film dann erstmal eine ziemlich krasse Verfolgungsjagd zwischen dem Batmobil und den Bösewichten, die übrigens ziemlich cool ist. Warum war ich so? Die Szene jedoch damit endet, dass Batman in Superman reincrasht und die sich daraufhin ein paar tiefsinnige Blicke geben. So, und nun zum Fehler. Als wir jetzt wieder den inzwischen leicht verschrotteten Lastwagen mit dem Peilsender wiedersehen, ist die Position des Peilsenders irgendwie anders. Also das oder die Ziffern hier haben sich komplett bewegt. Denn hier sieht man ganz klar, dass die gelbe 5 auf jeden Fall viel weiter hinten positioniert ist, als das hier im späteren Shot der Fall ist. Und wo wir schon bei Batman wie Superman Fehler sind, schaut euch mal diesen Clip an. An sich wirkt das ja wie ein ganz normaler Shot, in dem Batman die Maske abgenommen wird. Das Ding ist, dass, wenn man genau darauf achtet, man ziemlich gut erkennen kann, dass Batman eigentlich unter seiner Maske Make-up trägt. Was ich zum Beispiel bei unserem Batman wie Superman Kurzfilm auch unter der Maske tragen musste. Nur da das ohne Maske übertrieben seltsam aussehen würde, verschwindet das Make-up auf magische Weise und Batman ist Make-up-free. Nicht so wie bei mir. Ich sah einfach aus wie ein Waschbär. Mit meinem... Stimmt. Aber danach sah ich so aus. In dem Film Monster AG ist es ja so, dass die Erschreckermonster mit Hilfe von spacigen Teleportationstüren, so nennen wir sie einfach mal, in die Zimmer von Menschenkinder gelangen und dort die Kinder dann erschrecken, um ihre Angstschreie als Energiequelle nutzen zu können. Lustigerweise ist es sogar so, dass diese gruseligen Monster in Wahrheit viel mehr Angst vor den Menschenkinder haben, als umgekehrt, weil diese der Meinung sind, dass Menschenkinder und alles, was mit Menschenkinder zu tun hat, giftig oder gefährlich ist. Was natürlich nicht stimmt. Aber erzähl es mal dem hier. 2319! We have a 2319! Deshalb ist es auch kein Wunder, dass Sully komplett in Panik gerät, als er sich in dieser Szene hier in eine Menge Menschenzeugs verheddert. Sully versucht daraufhin, das Zeug im Klo runterzuspülen, was jedoch nicht klappt, weshalb er keinen anderen Ausweg sieht, als das in diesem offenen Spind hier zu verstecken. Was ich persönlich ziemlich gemein finde, weil ich meine, was ist, wenn hier einfach nur irgendwer vergessen hat, seinen Spind zuzumachen? Das würde bedeuten, dass wer auch immer Spind Nummer 193 hat, morgen früh echte Probleme haben wird, oder? Tja, unter Umständen doch nicht. Denn gleich im nächsten Shot sehen wir, dass der Spind nun eine andere Nummer hat, nämlich 190. Das heißt, keine Angst, Besitzer von Spind 193, du kannst jetzt locker wieder aufatmen und Spindbesitzer 190, Entschuldigung? Und nun haben wir noch einen Fehler für euch aus Star Wars, das Erwachen der Macht. Als wir den Film das erste Mal auf Rey, die Protagonistin des Films, treffen, ist sie gerade dabei, auf dem Sandplaneten Jakku in einem alten kaputten Sternzerstörer nach wertvollen Einzelteilen zu suchen. Nachdem sie diese Einzelteile dann gegen ein paar Portionen Essen eintauscht und sich am Abend dann ihr Pulli-Stärke-Brot zubereitet, wovon ich übrigens gerne mal was probieren würde, weil come on, Instant-Brot. Jedenfalls können wir, während sie ihr Abendbrot isst, sehen, dass sie eigentlich in einem kaputten alten AT-AT haust und dass sie am Fuße des Läufers sitzt. Doch dann hört sie ein bedrohlich klingendes Geräusch aus der Ferne, weshalb sie direkt aufsteht, springt und nach ihrer Stabwaffe greift, welche, wie wir hier sehen können, sich am Knie des Läufers befindet, um dann diesen Bro hier zu konfrontieren, der gerade BB-8 gefangen hält. Aber halt, stopp! Spul mal die Kassette im Rekorder zurück! 2000er Kids werden gar nicht wissen, was Kassetten sind? Was, oder Rekorder oder zurückspulen. Aber jetzt mal im Ernst, wenn wir uns die Totale von vorhin anschauen, dann können wir auf jeden Fall erkennen, dass sich am Knie kein Stab befindet. Also, what the fuck, ey? Vielleicht hat sich der Bro hier ja kurz vorher schon mal lautlos angeschlichen und dann aber so gemerkt, ah! Ich Vollidiot, warum klaue ich das? Ich hab doch schon einen Stab. Und der ist sogar viel schöner. Ich glaube, Entschuldigung, ich leg den mal eben kurz
Und nun noch ein ziemlich lustiger Filmfehler aus dem Film The Avengers Age of Ultron. Diesen Fehler haben wir übrigens von einem Zuschauer zugeschickt bekommen, nämlich von @AmyBlueberry. Vielen Dank dafür. Nachdem Ultron sich zusammen mit den Zwillingen Pietro und Wanda Maximoff in die südafrikanische Roboterfabrik von Baron von Strucker eingeschleust hat, tauchen plötzlich die Avengers auf, um sie aufzuhalten. Damit natürlich erst einmal krass gefightet, wobei ich sagen muss, dass ich vor allem Quicksilver in dieser Szene hier ziemlich feier, weil ich meine, oh shit, er boxt Captain America ins Gesicht, als wäre nichts dabei. Aber krass ist, dass sich in diesem Quicksilver Zeitlupen-Run ein Fehler versteckt hat und der ist vor allem lustig, weil das Ganze in Zeitlupe passiert und das einem eigentlich sofort auffallen müsste. Achten wir hier nämlich mal auf den guten Thor, dann sehen wir, dass er sich hier oben in Zeitlupe befindet und mit dem Fighten von Bösewichten beschäftigt ist. Aber keine 5 Millisekunden später, und das sind wahrscheinlich wirklich Millisekunden, weil das Ganze ja in Zeitlupe passiert, ist Thor plötzlich hier drüben? Was geht denn jetzt? Ich meine, klar, Thor ist auch natürlich ziemlich schnell, vor allem mit Hilfe seines Hammers. Aber abgesehen davon, dass wir ihn hier weder vorbeifliegen sehen und dass er auch eigentlich in dem Moment andersweitig beschäftigt ist, hat Marvel Chief Editor Tom Brevoort in einem Interview ausgesagt, dass Thor nicht einmal ansatzweise so schnell wie Quicksilver ist und dass Quicksilver bei einem Wettrennen schon längst an der Ziellinie wäre, bevor Thor überhaupt entschieden hätte, loszufliegen. Ziemlich nicer Fehler, deshalb danke nochmal AmyBlueberry für diesen Fehler. Leute, falls ihr noch mehr Filmfehler sehen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal den Link in der Videobeschreibung oder ihr könnt da oben auf die Infocard klicken. Vergesst übrigens auch nicht, die von uns eingebauten Fehler zu finden und sie in die Kommentare zu schreiben. Und in der nächsten Folge verraten wir, wer die Fehler richtig gefunden hat. Und falls ihr uns noch weitere Fehler schicken wollt und uns vielleicht sogar auch folgen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal unsere Twitter-Accounts auf @jsamuels und @aria_lee. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, haut ihr Reason.